Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal wieder um E.ON und Innogy gehen, also den Deal damals zwischen E.ON und RWE zur Übernahme von Innogy in den E.ON-Konzern, schlussendlich auch Tilgung der Marke Innogy, die dann schlussendlich im E.ON-Konzern aufgeht. Wir haben dazu ja einige Videos in den ja, im letzten Jahr vor allem schon gemacht. Das ist ja eine Geschichte, die schon über eine ganze Weile gelaufen ist. Irgendwann gab es auch die Freigabe von den Regulatoren und mittlerweile ist das eigentliche Zusammenschließen dieser Unternehmen auch abgeschlossen worden und mittlerweile hatten sie auch schon ein bisschen neu strukturiert und organisiert und noch weitere Prozessoptimierungsvorgänge laufen da eine ganze Weile. Aber jetzt gerade, ungefähr Anfang Oktober wird das Video aufgenommen, 2020, gibt es zwei ganz interessante Pressemitteilungen, die aus dem E.ON-Konzern kommen und die ich natürlich jetzt auch mal zum Anlass nehme, ein bisschen darüber zu reden, was da jetzt gerade eigentlich ganz genau entsteht. Das eine ist, dass jetzt tatsächlich die schon seit einer Weile angekündigte Westenergie tatsächlich an den Start gegangen ist. Ich glaube, so hieß sogar die Pressemitteilung, Westenergie geht an den Start. Von Ende September war die. Und das läuft darauf hinaus, dass Westenergie praktisch die größte Tochtergesellschaft der E.ON jetzt geworden ist, weil da ein sehr großer Aspekt des ehemaligen Energy-Geschäfts einfach reingeflossen ist. Der Deal war ja damals, dass die gesamten Erzeugereinheiten von E.ON und Energy zur RWE rübergehen. Das heißt, RWE ist jetzt der große Erzeuger und E.ON ist es praktisch mit den Netzen und mit der Versorgersparte dort jeweils der absolute Platzhirsch. Und genau diese Aspekte sind jetzt eben zu großen Teilen auch in dieser Westenergie aufgegangen. Die kommt namentlich vor allem auch vom Westnetz, was das größte Verteilernetz, zumindest in Westdeutschland und wahrscheinlich sogar in Gesamtdeutschland schon war. Und was jetzt praktisch eine Tochtergesellschaft wiederum ist von der Westenergie. Die Westenergie ist mit ungefähr 10.000 Mitarbeitern und mit wirklich einem enorm großen Netzgebiet und mit vielen, vielen Tätigkeiten in diesem gesamten Kontext der E.ON, das heißt also auch Messstellenbetrieb, Metering-Tätigkeiten und dann natürlich auch Versorgung, diverse Tochterunternehmen, die sich da noch mit dazu gesellen, ein riesiges Unternehmen geworden, was das natürlich auch eine extreme Marktmacht mit sich bringt. Aber was bringt es vor allem auch mit sich? Den Namen Westenergie. Da liest man jetzt nicht sofort heraus, dass es sich um ein E.ON-Unternehmen handelt. Und natürlich auch da gewissermaßen auch noch die Farben und auch der Auftritt von Innogy ein ganz klein bisschen auch abgeändert mitzufinden ist, ist das relativ schnell auch möglich, sich hier ein bisschen als normaler Kunde irritieren zu lassen, worum es da eigentlich geht. Die Westenergie ist jetzt eben gestartet mit der Vorstandsvorsitzenden Katharina Reiche. Das hatte ich ja beim letzten Mal auch schon erwähnt. Die war vorher die Chefin vom VKU, dem Verband Kommunaler Unternehmen, also eine Lobbyistin für kommunale Unternehmen. Und lustigerweise, was macht die Westenergie jetzt auch innerhalb des E.ON-Konzerns? Sie bündelt die Stadtwerkebeteiligungen von diesem großen Konzern, denn die E.ON hält an einer dreistelligen Anzahl von Stadtwerken tatsächlich Investments und dementsprechend gesellschaftliche Beteiligungen. Denen gehört dann also ein Teil der Stadtwerke. Das hatte ich ja im Kontext von Kommunalisierung und Privatisierung von Stadtwerken auch schon mal in dem einen oder anderen Video erklärt, was da dahinter steckt. Und damit haben wir in diesem gesamten Kontext der Westenergie schon einige sehr, sehr interessante Geschäftsbereiche. Unter anderem gehört dort auch dazu die jetzt sogenannte Westenergie Metering. Und das ist die ehemalige Energy Metering. Wir erinnern uns, dass die Energy Metering mal die Nummer 2 am Markt war, größentechnisch und auch mit der finanziellen Ausstattung, nach der E.ON Metering. Einziger richtig ernstzunehmender Konkurrent könnte man fast schon sagen. Jetzt ist die Westenergie Metering als Nachfolger der Energy Metering ja aber im gleichen Konzern wie die E.ON Metering und wird sich wahrscheinlich nach und nach auch noch ein bisschen weiter zusammenschließen oder zumindest mit den gleichen Ansätzen am Markt sich bewegen. Und damit ist es relativ wahrscheinlich, dass wir hier nicht nur den absoluten Platzhirsch für den klassischen Netzbetrieb und auch die Versorgung haben, sondern natürlich auch genau für das Metering-Geschäft rund um die Smart Meter zum Beispiel, wo wir über die nächsten Jahre einfach ein enorm großes Potenzial an Geschäftsentwicklung haben. Zum Beispiel, weil ab 2021 ja auch die großen Bündelverträge mit zum Beispiel Immobiliengesellschaften bundesweit laufen können und dann eben das Wahlrecht des Vermieters auch das Wahlrecht des Mieters überschreibt und dementsprechend auch
eine Immobiliengesellschaft, die einen bundesweiten Vertrag mit der E.ON hat, von heute auf morgen mal tausende Kunden in das Metering-Geschäft des E.ON-Konzerns bringen könnte. Das sind natürlich interessante Geschichten, die richtig, richtig spannend sind. Unter anderem auch, weil, und da gebe ich jetzt denen wirklich mal richtig recht, das haben sie gut gemacht, die Westenergie eben auch sagt, naja, wir sind deutlich mehr als einfach nur ein Energieversorger und Netzbetreiber. Wir sind, so sagt man dort, der One-Stop-Shop für Energieunternehmen, auch für Stadtwerke. Die wollen vor allem auch ein Hintergrunddienstleister sein und schlussendlich damit auch so ein bisschen der White-Label-Service-Anbieter im Hintergrund von ganz vielen Stadtwerke-Innovationen. Weil schlussendlich der gesamte Smart-City-Kontext ja auch bedeutet, man muss viel mit Innovation, mit Digitalisierung, mit Sensorentechnik und IT machen, was nicht unbedingt im klassischen Geschäftsfeld der Stadtwerke sich so wiederfindet. Und genau dort wird wahrscheinlich eine Westenergie, genauso eben auch andere Teile aus der E.ON-Gruppe, einfach der perfekte Anbieter sein, weil die aus ihrer Größe heraus, aus ihrer Datenflut, die sie so schon haben, heraus eben in der Lage sind, die passenden Geschäftsmodelle zu erstellen. Und genau da wird es richtig interessant, weil sie eben von sich schlussendlich sagen, sie sind so ein bisschen das Amazon für Stadtwerke. Und das wird spannend. Das wird den Markt richtig aufrollen. Richtig gemacht, einfach dieser Marketingansatz. Genau so müssen sich schlussendlich auch die Stadtwerke in Richtung ihrer Endkunden geben. Sie sind für viel mehr verantwortlich und viel mehr in der Lage, noch Dinge zu tun, die sich rund um die Daseinsvorsorge für eben den Endkunden nochmals wichtig ergeben würden. Das ist der eine Part dieser Pressemitteilung, die jetzt vor wenigen Tagen herausgekommen sind, der wirklich interessant ist. Der andere Part ist die EEM, die E.ON Energy Markets, wenn ich das richtig sage, genau. Das ist jetzt praktisch die Beschaffungsabteilung innerhalb des E.ON-Konzerns. Das heißt, die kaufen die Energie am Markt irgendwo ein, die machen das Beschaffungsmanagement. Und warum ist das interessant? Der gesamte E.ON-Konzern europaweit hat jetzt ein Beschaffungsvolumen von ziemlich genau 500 Terawattstunden. 500 Terawattstunden sind 500.000 Gigawattstunden, sind 500 Millionen Megawattstunden, sind 500 Milliarden Kilowattstunden zur Versorgung von in etwa 40 Millionen Endkunden, wo ja auch natürlich Industriekunden dabei sind, aber eben auch ganz viele Haushalte und Gewerbekunden dazwischen. Und 500 Terawattstunden an Beschaffungsmenge bedeutet natürlich jede Menge Marktmacht. Damit kann man auf jeden Fall schon mal das Angebot und die Nachfrage am Markt ganz schön beeinflussen oder zumindest bewegen durch die ganz natürlichen Beschaffungsstrategien, die man da eben an den Tag legt. Und das ist schon ganz schön beeindruckend und krass. Und wir werden sehen, was das genau nun auch alles bedeutet. Am 1.10. ist dieses Tochterunternehmen aus dem E.ON-Konzern praktisch an den Start gegangen und wird jetzt hier die gesamten Beschaffungstätigkeit innerhalb des Konzerns eben weitestgehend managen. Das ist schon ganz schön spannend. Ansonsten muss man ja sagen, sowieso gehören auch gerade seit dem Zusammenschluss so viele Marken in den E.ON-Konzern. Das ist schon ganz schön spannend. Unter anderem kennen wir ja schon seit einer ganzen Weile Avacon und Bayernwerk und Edis und E-Kundenservice Netz. Jetzt ist ja die NVAM über die Energy dazu gekommen. Die EWE Einfach kennen wir schon. Die E-Primo ist über die Energy dazu gekommen. E-Primo und EWE Einfach werden sich wahrscheinlich ein bisschen zusammenbewegen. Hansewerk kennen wir schon aus den nördlichen Gebieten, die Lechwerke aus Augsburg, was zumindest dann alles Beteiligungen auch von der E.ON sind. Die Preußen Elektra als wiedergegründete Marke, in der sich ja die Atomkraftwerke gefunden haben. In der Uniper waren ja die Kohlekraftwerke, das wurde abgestoßen. Die Preußen Elektra mit den Atomkraftwerken laufen jetzt halt aus zum Ende 2022. Dann auch die Süwag Energie Frankfurt und dann südwärts vor allem. Oder auch die VSE aus dem Saarland. Das sind allein in Deutschland schon mal eine ganze Menge große Tochterunternehmen. Natürlich jetzt auch die Westenergie mit dann wiederum noch mal eine ganze Menge weiterer Tochterunternehmen, sodass die E.ON-Gruppe insgesamt wirklich beeindruckend groß geworden ist. Und das konnte man in etwa so voraussehen, wenn man sich nochmal zurückerinnert an unsere ersten Videos zu dem Thema. Da ist es schon irgendwie der absolute Gigant entstanden für Netzbetrieb, Versorgung, Metering und viele andere Tätigkeiten da rundherum. Ist schon spannend. Ist auch ein bisschen gruselig. Mal gucken, was da passiert. Theoretisch kann das ja auch alles gut gehen. Mal schauen. Jedenfalls soweit dazu. Habt ihr Fragen zu diesem gesamten Kontext der E.ON und der Geschäftstätigkeiten da herum? Dann gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer, like das Video und abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.